zusammen, mein Name ist André, das ist mein Motorrad und viel besser, hinter mir steht mein Wohnmobil. LKW, kleinen LKW, Wohnmobil, welches ich umgebaut habe. Wenn ihr wissen wollt, wie das da Ding drin aussieht, dann sage ich euch, bleibt einfach dran. So, dann zeige ich euch mal, was ich hier alles verbaut habe. Als erstes zeige ich euch meine IKEA-Küche. Es ist eine stinknormale IKEA-Küche. Das bisschen hochpreisige Segment habe ich da genommen, ein bisschen stabiler noch. Und das Gute an so einem Koffer ist, dass der ja viereckig ist und relativ einfach kann man da Möbel einbauen, Fertigmöbel. Wir haben auch genug Gewicht, was wir hier zuladen können, dann geht auch so eine Küche einzubauen. Natürlich ist das Kochfeld, das Tretfort-Kochfeld ist ein stinknormales, was man auch im Campingbereich verwendet. Der Vorteil ist, dass man da keine Probleme kriegt mit dem TÜV und der Gasprüfung. Das geht dann einwandfrei in der Regel. Deswegen ein stinknormales Kochfeld. Es geht aber auch ein normales Kochfeld aus dem Haushaltsbereich. Und wenn ich nochmal so ein Ding baue, was ich wahrscheinlich demnächst tue, werde ich ein normales Kochfeld nehmen. Wir haben hier einen vernünftigen Kühlschrank, einen Absorberkühlschrank in einer Größe, die sich auch lohnt. Oh, da steht noch die Sektflasche, Entschuldigung. Aber ich komme gerade aus dem Urlaub und meine Frau hat so das Nötigste rausgeräumt und eine Sektflasche haben wir immer dabei. Wir haben hier auch ein ordentliches Eisfach, wo man auch wirklich tiefgefrorene Sachen eine längere Zeit lagern kann. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Sterne das hat, aber ich habe da mal gefrorene Früchte drin und die halten, die tauen nie auf. Das ist einwandfrei. Der funktioniert mit Gas, mit 220 Volt. Und mit 12 Volt. Bei 12 Volt ist aber das Problem, wenn man den über 12 Volt laufen lässt, dann ist die Batterie relativ schnell platt. Deswegen läuft er gar nicht drauf. Er ist zwar angeschlossen, aber er läuft nicht drauf. Gas macht das Ding richtig, richtig kalt. Da ich ja einen vernünftigen Tank unter dem Auto habe mit 90 Liter, den kann ich überall an der Tankstelle auffüllen und dann ist das Gas relativ günstig, also im Moment relativ, aber dann ist das nicht so teuer wie das Flaschengas und dann macht das auch nichts, wenn das läuft. Wir haben noch 90 Liter drin und ich habe mal nachgeguckt, wir waren 3 Wochen jetzt im Urlaub. Das Ding lief die ganze Zeit und ich habe immer noch die Hälfte drin. Also der Gasverbrauch ist echt nicht groß. Gleich zum Anfang habe ich hier eine Magnetleiste hingeschraubt, um die Messer da aufzuhängen. Ich fand, das sieht unheimlich stylisch aus und hatte zum Anfang die Dinger tatsächlich immer wieder abgeräumt, weil ich Angst hatte, dass die abgehen. Aber nach einer Fahrt, wo wir es vergessen haben, haben wir gesehen, die gehen keinen Millimeter weg. Also das kann man wirklich machen. Da man ja hier nicht im Innenbereich mitfahren darf, das ist extrem verboten, man darf nur vorne sitzen, ist das also vollkommen egal, wenn da mal eine Tasse rausfällt oder so, was schon vorgekommen ist. Ich habe auch einen extra Film auf YouTube mal gemacht, wie ich die Tassen hier hinmache, an Karabinern, dass die nicht abfallen. Ich habe natürlich auch Tassen da unten drin, aber sieht einfach stylisch aus. Gefällt mir unheimlich gut. Hier ein paar Schraubgläser. Und das hier kam jetzt im Urlaub dazu. Hier ist nämlich ganz viel Gemüse und Obst von meiner Frau drin. Die isst unheimlich viel Obst am Tag und da hat uns das irgendwie gestört, dass wir das immer wegräumen mussten, wenn wir am nächsten Tag weitergefahren sind. Jetzt kann das hier drinnen verlastet bleiben, fällt nicht mehr raus und ist immer frisch. Hier oben das Regal ist ein ganz einfaches Regal, was ich gebaut habe. Einfach mit einer Leiste hier, dass da nichts rausfallen kann und ich will mal sagen, es ist schon was rausgefallen, mal irgendeine Kleinigkeit, ich weiß nicht mehr was. Es kam, die Rolle hier. Die Rolle hat meine Frau eigentlich immer hier oben drin und die ist auch schon rausgefallen. Das kam vor. Ein paar Kräuter sollten immer dabei sein, wobei man natürlich sagen muss, das ist so ein bisschen suboptimal, weil die nicht so viel Licht abkriegen. Ne? Aber die werden ja verkocht und dann ist das auch nicht das Problem. Geht relativ schnell. So ein bisschen twiggy war gewesen bei der TÜV-Abnahme. Die Schubladen, die müssen verriegelt sein. Und meine Frau wollte unbedingt diese Griffe hier haben und keine Pushlocks, die man normalerweise in Wohnmobilen verbaut. Und ich musste dann eine Sonderlösung finden. Da sind so kleine Klickelemente hier, wo man dann einfach die Schublade einklickt und dann ist sie zu und fest. Hat der TÜV auch so abgenommen, war kein Problem. Ja, was kann ich euch noch sagen? Zum Wassersystem, was auch ganz wichtig ist, ich habe hier überall Haustechnik verarbeitet. Also sprich Aluverbundrohre genommen und habe bloß die Pumpe, wie in einem Wohnmobil auch, ist eine Druckwasserpumpe, die angeht, wenn ich muss mal gucken, die sieht an, oh, die ist sogar an, habe ich vergessen auszumachen, die geht an, wenn der Druck abfällt in der Leitung. Nachteil an so einer Sache ist, wenn irgendwo ein Loch ist, dann läuft der ganze Tank leer. In meinem Fall 150 Liter. Da kannst du hier drin fast schwimmen. Aber das funktioniert ja sehr gut, weil das sehr dicht ist und auch gut abgepresst wurde vorher von mir. Braucht man keine Angst haben. In der Regel passiert da nichts. Ich habe noch hier vorne so eine versenkbare Steckdose eingebaut. die eigentlich nie versenkt wird. Da kann ich auch noch USB-Kabel anschließen. Aber das Wichtigste, warum ich das hier brauche, ist eine Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, unterwegs am Morgen brauchen wir immer einen Kaffee, da sitzen wir da, wenn es kalt ist, ansonsten draußen und da werden 3, 4 Kaffee getrunken. Erst dann ist der Tag zum Starten bereit. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ah, ganz wichtig, ich habe hier ja einen doppelten Boden und für Kaffee braucht man auch Wasser. Ich mag das nicht aus dem Tank, das machen ja viele, das ist aber für mich nicht so das System. Ich habe gerne Wasser, wo ich sicher bin, dass das auch wirklich in Ordnung ist. Das machen wir meistens aus Flaschen und da habe ich mir so einen doppelten Boden hier gebaut, da sind noch Schuhe drin und da kann man dann das Wasser rausholen, füllen und das funktioniert eigentlich auch sehr gut mit dieser Technik. Der Teppich war vorher nicht da, das wollte meine Frau dann irgendwie später dann nochmal haben. Sonst würde man diese Schublade ja immer sehen. Jetzt widmen wir uns der Sitzecke, meinem Lieblingsplatz in der Früh. Ich sitze immer an dieser Stelle und meine Frau sitzt an dieser Stelle. Und von da kann man wunderbar sagen, mach mir mal einen Kaffee. Funktioniert einwandfrei. Ratzfatz steht da ein Kaffee. Und dann noch ein zweiter und noch ein dritter. Ja, Sitzecke, ich habe diese Sitzecke eigentlich gebaut aus Pappelsperrholz und habe dann aber hier dieses Polster habe ich machen lassen. Auf diese Größe. Gibt es Polsterfirmen, die sowas anbieten, machen. Ist nicht ganz billig, hat in dem Fall hier 700 €, glaube ich, gekostet. Hat ja 4 Teile und darunter ist Technik verbaut. Hier drunter ist die Heizung. Das ist eine Truma 6 mit einem Warmwasserboiler und noch Rohre unten verbaut und noch so Taschen und sowas. Aber ich habe eigentlich so viel Platz, dass ich da unten an diesen Stauraum eigentlich so gut wie nie ran muss. Meine Frau ab und zu mal um den Rucksack, glaube ich, da raus. Wir gucken gleich mal rein, was da drin ist. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ach ja, und die Pumpe ist hier unten noch verbaut. Die Druckwasserpumpe. Und das war es eigentlich auch schon. Den Tisch hier habe ich selber gebaut. Der Tisch ist eine Notlösung gewesen, weil wir schnell los wollten und dann dachte ich, ich habe einfach ein paar Latten genommen, ein paar Bretter und habe das Ding zusammengeschraubt und das Ding steht jetzt schon ewig drin, ewig. Es ist einfach nur geil. Ich habe das Ding ja 2019 gebaut und der Tisch hat jetzt die ganzen, ich glaube 25.000 Kilometer haben wir gemacht schon, mitgemacht. Ist eine super Sache, gar nicht teuer gewesen und wunderbar schnuckelig. Habe noch einen kleinen Hocker, auch wenn man Besuch hat, können sich Leute da noch draufsetzen, wobei das eigentlich seltener ist. Man kann aber auch die Füße da drauf machen, was auch ganz angenehm ist. Das Bett ist 1,40 Meter breit und 2 Meter lang. Für uns beide langt das. Wir sind noch in dem Alter, wo wir noch gern miteinander nebeneinander liegen und den Geruch des anderen auch noch ertragen. Deswegen langt uns 1,40 Meter ist vollkommen okay. Wird es wahrscheinlich in dem neuen Wohnmobil auch geben. Ich habe da noch einen Fernseher angebracht, der so gut wie nie läuft. Und wenn er läuft, dann läuft er über einen Router. Dann gucke ich halt Netflix oder ZDF-Mediathek oder solche Sachen. Und man kann ja auch noch andere Sachen einbauen. Aber das Fernsehen läuft hier ganz, ganz, ganz selten. Ganz oben seht ihr, da hängt ein Kabel gerade noch aus dem USB-Stecker draußen. Ich kann auch, während ich schlafe, mein Handy da oben noch laden und habe einfach auch ein Regal umfunktioniert und einfach solche Körbe hier reingemacht. Und wenn man nicht weiß, was drin ist, dann muss ich selber drauf gucken. André, Unterhosen. Ja, da sind die dann drin. Und dann geht das so weiter, was man so braucht, wenn man unterwegs ist. Unbedingt wichtig, wenn man schläft, möchte man in die Sterne gucken. Deswegen ist da ein wunderbar geiles Heki-Fenster drin. Das kann man dann aufkurbeln. Und auch wenn es mal zu warm hier drin werden sollte, ist ruckzuck die warme Luft nach oben entweicht. Das geht unheimlich schnell. Ja, was vielleicht noch wichtig wäre, ich habe hier ganz tolle so Tellerfeder, Lattenrost drunter gemacht, weil je älter man wird, umso bequemer möchte man liegen, ist ja so. Und die Dinger kann ich echt nur empfehlen. Die wiegen fast nichts und haben unheimlichen hohen Schlafkomfort. Ja, das war es in dem Fall schon mit meinem Schlafzimmer. Ich habe da hinten noch ein bisschen Beleuchtung dran, auch noch ein bisschen LED-Beleuchtung, weil ich mag ja LED-Lichter, aber nicht so viel fest verbaute Beleuchtung. Das wird im nächsten Wohnmobil auch anders. In der Sitzecke befindet sich auch noch ein wunderbares Fenster, ein Dometic S4 Fenster. Das ist von außen auch noch getönt. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen zu viel Licht geben für die Kamera, aber ich mache es trotzdem mal auf. Man hat hier auch noch ein Fliegenrollo dran oder man kann auch komplett abdunkeln. Das finde ich sehr wichtig, damit man auch seine Ruhe hat, auch abends, wenn man irgendwo mal an der Straße steht, das kann man ja auch machen, dann macht man das dunkel, dann sieht kein Mensch rein. Überhaupt keiner. Das funktioniert wunderbar. Das Regal hier oben drüber habe ich auch wieder offen gestalten. Ich mag das einfach, wenn das so offen ist. Man kann das natürlich auch alles mit Türen machen, ist auch kein Problem. Aber ich mag das eigentlich nicht. Ich finde das so ganz nett. Man kann da viele einzelne Sachen reintun, was man so braucht. Fernglas ist da vorne drin und Feuerzeug und alles Krimskrams, den man so gebrauchen kann. Hier gibt es eine ganze Schachtel nur mit Brillen. Ich glaube, die haben wir jetzt im Urlaub mal ausgemustert. Da waren, glaube ich, 20 Brillen drin, die ich ja wirklich nicht mehr brauche. Und dann geht es von hier schon weiter in den Kleiderschrank. Den zeige ich euch jetzt auch noch. Der Schrank hinter mir ist in erster Linie unser Kleiderschrank. Da gibt es eine Ebene für meine Frauen, also eigentlich zwei Ebenen. Und ich habe hier, glaube ich, das sind meine Kleider, die ich immer mitnehme. Nein, ich habe die ganze Schublade hier drin und ich habe hier auch ein bisschen Licht noch drin, dass man auch sieht, was da drin ist, weil es wird ja ziemlich reingestapelt. Der war eigentlich auch eine Notlösung. Wir wollten schnell los mit dem Dingen und dann habe ich das geschwind reingezimmert. Und er steht immer noch drin. Der ist jetzt aus USB-Platten, eigentlich viel zu schwer, braucht man gar nicht so massiv. Aber was soll ich sagen? Es hebt, es tut und ich werde ihn jetzt nicht mehr ausbauen und nicht mehr umbauen. Für Klamotten reicht es auf alle Fälle aus, ne? Also das ist riesengroß, da kann man ohne Probleme 3 oder 4 Wochen weggehen. Was ich euch nicht gezeigt habe, aber nachher gibt es noch eine Detailaufnahme. Im Bad habe ich noch einen Wäscheabwurf für die Mädels unter euch. Das hat sich meine Frau gewünscht und wenn man die Dreckwäsche dann hier getragen, Dreckwäsche hat, dann schmeißt man die im Bad vorm Duschen dann in den Wäscheabwurf. Ist eine ganz interessante Geschichte. Unter diesem Kleiderschrank, machen wir das Licht wieder aus, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Unter diesem Kleiderschrank ist die Technik verbaut. Man sieht jetzt hier ein paar Technikelemente. Ich bin da nicht so technikaffin. Für mich muss es funktionieren, das ist das Wichtigste. Und deswegen wird das auch nicht so in Szene gesetzt. Ich habe hier ein Bedienelement für die Heizung. Ich habe hier ein Bedienelement für meinen Inverter, um 220 Volt zu generieren. Ich habe hier ein Bedienelement für mein, 24 Volt auf 12 Volt. Zu laden, weil das ist ein LKW, der hat 24 Volt und mein Bordsystem hier ist 12 Volt. Und dann habe ich hier nochmal einen Batteriecomputer, weil ich habe 2x280 Amperestunden Batterien da unten drin, das zeige ich euch auch noch gleich. Und mit dem Batteriecomputer kann ich ganz genau sehen, was Strom reinkommt, entweder Landstrom oder Solar vom Dach. Oder ich kann genau sehen, was rausgeht, was noch viel wichtiger ist. Ich kann also wirklich ganz genau sehen, wie viel Strom noch in dieser Batterie ist. Ich kann aber euch jetzt schon sagen, ich bin schon mit dem Wagen bei Regen eine Woche gestanden, ohne Landstrom dran zu haben. Und Solar ging auch nicht viel rein, nur ein bisschen was. Und bei meinen 560 Amperestunden ging das ohne Probleme. Ein bisschen überdimensioniert, gebe ich zu, aber was man hat, das hat man. Jetzt nehme ich euch mit in mein Bad. Das ist zwar nicht groß, aber ihr passt damit rein. Auch hier habe ich Haustechnik verarbeitet. Einen vernünftigen Porzellan, sagt man dazu, glaube ich, Waschtisch mit einer vernünftigen Wasserarmatur, die man auch im Haushalt verwendet. Selbst der Spiegel ist eigentlich einer, den ich ein bisschen umgebaut habe, dass er auf 12 Volt funktioniert. Hängt normalerweise in einer Einraumwohnung oder so. Die Toilette, die ich hier verbaut habe, ist ein Separat. Trocken-Trenn-Toilette. Der Vorteil ist daran, dass ich außen einen Pipi-Tank habe und der Feststoff geht hier rein und den tut man einfach in den Müllbeutel, dann später wegschmeißen. Diese Toiletten haben den Vorteil, dass sie keine Chemie benutzen, sie stinken nicht, man kann das wunderbar entsorgen und ein Pipi darf man sogar im Garten dann düngen. Das funktioniert recht gut, habe ich gehört, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber das kriegt man auch wunderbar an der Entsorgungsstation dann auch los. Jetzt nehme ich euch noch mit in die Dusche, die auch ein bisschen größer ist, weil so ein Dicker wie ich, hallo, der hat einen dicken Bauch, der muss sich auch ein bisschen bewegen können beim Duschen. In einem normalen Wohnmobil ist das mal alles so klein, dann ist das so. Und der Vorhang, der klebt überall an einem. Ab dem Ding nicht. 90 cm mal 70 cm, vernünftige Armaturen, vernünftige Dusche. Da kann man richtig schön Spaß haben beim Duschen. Da hat es bloß ein Problem. 150 Liter sind ziemlich schnell verduscht. Das geht ruckzuck. Ja. Ach so, und ein Problem hat es auch noch, das würde ich beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Ich habe eine normale Duschtasse genommen und die hat ja an einer Seite irgendwo die Öffnung für das abfließende Wasser. Und das hat sich rausgestellt, da habe ich nicht so richtig nachgedacht, dieser Zentimeter, wo der Unterschied ist. Und wenn man mal ein bisschen schief steht, dann funktioniert das nicht. Da musste ich extra nochmal hier unten eine Leiste aufkleben, um das Wasser abfangen zu können, dass das nicht in die verkehrte Richtung rausgeht. Ja, ansonsten natürlich noch einen Föhn für meine Frau mit Föhnhalterung, weil sie sowas ab und zu braucht. Und eine Steckdose dazu auf 220 Volt. Ja, und das war es eigentlich auch schon hier drinne. Mehr braucht man nicht, um sich wohlzufühlen in einem Bad. Hallo zusammen, und jetzt seht ihr, das ist eigentlich mein Reich. Eigentlich darf ich immer mich nur hier aufhalten. Das hätte meine Frau manchmal gerne, aber nein, natürlich nicht. Hier ist unsere eigentliche Garage. Wir befinden uns unterm Bett und wie ihr seht, ich kann hier gut drin hocken. Hier ist reichlich Platz. Die Tür hier, die würde ich das nächste Mal ein bisschen größer dimensionieren, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich keine größere zu dem Zeitpunkt bekommen. Ich habe hier auf der Seite meinen 150 Liter Wassertank verbaut und kann hier auch noch unten drunter, weil ja ein doppelter Boden ist, noch Kisten schieben. Also wir haben hier Vorräte unten drin, wenn wir eine längere Zeit weg sind. Und man sieht hier auf der Seite auch noch den Abwassertank und auch den hinteren Bereich von der Heizung. Das ist alles so ein bisschen offen gehalten. Erstens weniger Gewicht und zweitens immer schön ein bisschen Luft. Und das tut den Sachen auch ganz gut, wenn das immer gut belüftet ist. Natürlich befindet sich hier auch noch der Abwurf. Ihr habt ja gesehen, wenn man im Bad die Klappe da aufmacht, das ist die hier oben, dann wirft man da die Wäsche rein. Und das Gute ist, für 2 Wochen passt da die Wäsche rein und das fängt auch nicht an zu schimmeln, weil hier ja immer gut Luft ist. Selbst wenn man etwas feucht ist, man ein Handtuch nicht ganz getrocknet war, wenn man es reingeworfen hat, dann passiert da eigentlich nichts. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch einen Durchgang in die Garage. Aber den muss man von der anderen Seite aufmachen. Von hier ist der nicht zu öffnen, da ist man also eingeschlossen, aber da geht es dann in die Garage. Und das hier ist das Herzstück dieses Wohnmobils, meine Motorradgarage. Das ist das Geilste überhaupt, Leute. Immer wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann gehe ich über den Wäscheabwurf in den Keller, mache die Tür hier auf und kuschel mit meinem Motorrad. Das ist ein altes Motorrad, aber das ist mir wichtig, es ist bequem, ich kann da wunderbar drauf sitzen, habe noch einen Koffer, der da oben steht und meine Frau passt hier wunderbar drauf. Und das Geniale an der Sache ist hier, ich habe hier eine Hebebühne, eine Ladebordwand, die 1000 Kilo heben kann. Also diese 250 Kilo Motorrad ist gar kein Problem. Ich habe kein Rückenproblem, wenn ich das Ding da rein und raus buxieren müsste. Ich ja sonst irgendwie das da runterkriegen mit so einem Kran und solche Sachen, was alles so gibt, brauche ich nicht. Habe eine Ladebordwand und damit geht das wunderbar. Ja, was ich noch dazu sagen kann, ich habe auch noch ein bisschen Staufläche da oben. Da geht dann auch mal ein Stand-Up-Paddle rein oder Schlitten oder Ski, wenn man mal im Winterurlaub ist. Das ganze Ding ist ja auch noch wintertauglich. Ich habe ja ringsrum überall 5 cm XPS-Platten reingemacht. Das Ding taugt also wirklich absolut für den Winter. Und diese Ladebordkisten da oben, die machen es dann wirklich aus. Da kann man dann auch noch mal was einkaufen unterwegs, auch Sachen mitnehmen und wenn es ein Schrank sein sollte, der passt da immer noch rein. Das ist eigentlich schon eine richtig nice Geschichte. Auch habe ich hier hinten dann noch drin stehen AdBlue und nochmal einen zusätzlichen Dieseltank, der da oben steht. Das sind so und die Keile, ganz wichtig, ich habe auch noch Keile, weil so ein Wohnmobil will ja auch gerade stehen und die sind auch noch hier verlastet. Und damit bin ich eigentlich super ausgerüstet und komme überall hin. So, das mit dem Motorrad, das ist überhaupt die wichtigste Sache, die man bedenken sollte. Auch wichtig ist, dass die nasse Kleidung nicht im Innenraum hängt, sondern die hängt hier hinten in der Garage. Wir sind neulich unterwegs gewesen und es hat geschüttet aus Eimern. Und die ganze nasse Kleidung hänge ich hier auf, kann hier trocknen, habe ich keine Feuchtigkeit im Innenraum, ist eigentlich perfekt. Auch beim Skifahren. Das Zeug hier hinten rein, ich habe da noch die Möglichkeit, das ein bisschen zu beheizen und dann trocknen die Sachen von alleine. Im Sommer braucht man das natürlich nicht. Ja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Ach so, auch noch ganz wichtig, ich habe hier den Silberschlauch, den man darüber sieht. Das ist die Lüftung von dem Trockentrenntklo. Dann geht die Abluft von dem Ganzen nach außen weg, also hat man kein Gestinke im Auto drinne, egal was ist, es stinkt nie. Es ist nur so ein kleiner Ventilator dabei, den kann man anmachen und dann gibt es da wirklich keinen Geruch. Auch nach 3 Tagen nicht die Toilette leeren, passiert da gar nichts. Ich habe hier einen Gastank der Firma Wayengas, 90 Liter, aber da passen nicht 90 Liter wirklich rein, sondern das ist immer ein bisschen weniger, sowas um die 80% bloß. Der hat eine extra Beschichtung bekommen, so eine gummierte Beschichtung gegen Steinschlag, gummierte Beschichtung, richtig nice, fühlt sich super an, mit einem Außenfüllstutzen. Und das Besondere, was das Ding hat, es hat einen Crash-Sensor von der Firma Truma. Das heißt, wenn das Ding hier irgendwo drauf rollt, mir ist es leider auch schon mal bei einem Schlagloch passiert, dann schaltet die ganze Anlage ab. Und somit kann ich auch die Heizung im Winter die ganze Zeit während der Fahrt laufen lassen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Das Ding kostet nicht viel und man darf dann während der Fahrt auch die Heizung laufen lassen und den Kühlschrank auch auf Gas. Das ist ja auch wichtig. Hier befindet sich von der Trockentrenntoilette der Pipi-Tank. Da geht so ein Silikonschlauch von innen in diesen Tank rein, der fast 25 Liter. Und ich kann den aber auch extra noch ablassen, habe hier extra so einen Schlauch noch dran und wenn ich dann in der Entsorgung bin, dann kann ich das direkt ablassen. Und manchmal, wenn ich länger stehe, dann habe ich noch mal so einen alten AdBlue-Tank mit 10 Liter, den kann ich dann auch noch voll machen vorher, dass ich das nicht einfach irgendwo hinkippe. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, weil wenn ich sonst unterwegs bin, bei Vatertagssause oder so und 5 Bier drin habe, dann pinkel ich unterwegs eigentlich auch immer in die Hecke. Aber ich mache das nicht, wird immer anständig entsorgt. Ja, ihr seid da im Fahrerhaus meines Artego 816. 816 heißt er, weil er maximal 8 Tonnen, also 7,49 und 160 PS hat er. Ein bisschen Schnickschnack hier vorne, also nicht viel. Er hat auch keine Klimaanlage oder sowas und die elektrischen Fensterheber, die funktionieren manuell. Aber was er wirklich gut hat und wenn es richtig warm ist, hier oben kann man das aufmachen. Ich mache das jetzt auch einmal. Und da kommt dann Wind rein, da sitzt du wie auf dem Motorrad eigentlich. Das ist wunderbar, wenn das richtig heiß ist. Das Auto kann man mit einem alten Dreier fahren, den ich ja besitze. Ansonsten braucht man einen CE-Führerschein. Aber er lässt sich fahren wie eigentlich ein PKW. Obwohl, nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe ja 2 Fahrstunden nochmal genommen, weil ich habe den Führerschein zwar schon immer, aber ich bin noch nie LKW gefahren oder kleinen LKW ist das ja. Und man fährt den nicht nach Drehzahl Geräusch, sondern man fährt ihn nach Drehzahl gucken. Man muss immer drauf gucken, da gibt es Bereiche grün, gelb und rot und dann muss man schalten. Und man fährt den eigentlich auch im zweiten Gang an. Es sei denn, es ist ganz steil, wenn es nicht geht. Aber ansonsten fährt man im zweiten Gang ein und man hat so eine geile Druckluftbremse hier. Und sonst braucht man da gar nicht viel beachten. Lässt sich wirklich fahren wie ein PKW, nur halt 80 km/h, beziehungsweise im Maximum fährt er 90, dann regelt er ab. Dann geht da gar nichts mehr. Die großen LKWs, die aus dem Ausland an einem vorbeipreschen, keine Ahnung, warum die über 90 fahren können und warum das auch nirgendwo richtig kontrolliert wird, weiß ich auch nicht, weil die haben ja normalerweise Fahrerkarten, wie dieses Modell hier auch. Aber ich als Privatperson brauche das gar nicht zu bedienen. Da steht auch schon drin, dass das Ding eigentlich wieder geeicht werden muss. Aber ich mache da gar nichts mehr dran. Ich wollte es mal ausbauen, weil ich brauche das Ding ja nicht. Als Privatfahrt braucht man keinen Fahrtenschreiber führen. Und man darf auch so lange fahren, wie man will. Natürlich 2 Stunden, 3 Stunden, dann mal so eine Pause machen. Wobei bei 80, Leute, das ist so chillig. Als ich aus dem Urlaub kam, das waren ein bisschen über 800 Kilometer und ich bin die durchgefahren. Wir sind 12 Stunden unterwegs gewesen dafür, mit Pausen natürlich. Aber das war so chillig, einfach ein herrliches Fahrgefühl. Und was richtig geil ist, das ist so ein Hydrauliksessel. Der geht hoch und runter, ich kann den auch noch einstellen in alle Richtungen. Das ist schon richtig nice. Ja. Ich habe noch ein eigenes Navi drin, das habe ich reingesetzt und zwar ein LKW-Navi, damit ich die Höhe, der hat mich 2 Meter, 3,65 Meter und ist 2,55 Meter breit. Das sollte man da eingeben, weil es gibt natürlich auch in Kroatien oder in Italien Städte, wo man nicht durchkommt mit einem LKW. Das ist das Einzigste, aber mit so einem TomTom LKW-Navi kein Problem. Hat mich bis jetzt immer an die richtige Stelle geführt. Eins noch zur Mittelkonsole. Hier ist ja eigentlich ein Sitz. Das ist nämlich ein Dreisitzer. Den brauchten wir natürlich nicht, weil wir zu zweit unterwegs sind. Und dann habe ich mir noch so eine Mittelkonsole gebastelt aus einer Cargokiste und habe hier einfach so ein bisschen was reingemacht. Da kann ich dann so Corona-Desinfektionsmittel und was ich immer so dabei habe, ist ein Temperaturmessgerät, um mal zu gucken, ob Kabel irgendwo warm werden oder die Reifen zu heiß werden. Und hier hinten sind dann noch Wasserflaschen drin und man kann auch hier reingreifen und dann die Tempo daraus holen. Das ist eigentlich alles, was ich hier vorne gemacht habe. Sonst ist das eigentlich immer noch original. So, das war's für heute schon wieder. Ich habe euch das Ding von innen gezeigt und jetzt erzähle ich euch noch was. Ich werde das Ding verkaufen. Und ich habe mit dem Ding hier super Erlebnisse gemacht. Es war wunderschön damit zu reisen, auch mal autark irgendwo zu stehen. Das geht mit Ding alles. Und während der Corona-Zeit war das Bombaste, sowas machen zu können. Wenn du auch sowas erleben willst und vor allen Dingen, wenn du die Ahas und Ohs und was für ein geiles Teil erleben willst, dann melde dich bei mir. Unten steht meine Adresse drin in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich, für heute war's das. Wünsche euch noch viel Spaß. Euer André.